Frauen, die einen Nobelpreis gewonnen haben. Es war nicht nur die große Marie Curie, sondern auch viele andere, sowohl in der Literatur als auch im Bereich des Friedens oder der Wirtschaft. Marie Goeppert Mia, Nobelpreisträger, 1963. Wislaw Szymborska, Nobelliteraturpreis, 1996. Hertha Müller, Nobelliteraturpreis, 2009. Gracia Deleda, Nobelliteraturpreis, 1926. Elena Ostrom, Nobel Economics Preis, 2009. Sigrid Unset, Nobel Literaturpreis, 1928. Nadine Gordimer, Nobel Literaturpreis, 1991. Francoise Barresi-Nossi, Nobelpreis für Medizin, 2008. Betty Williams, Friedensnobelpreis, 1976. Jean Addams, Friedensnobelpreis, 1930. Toni Morrison, Nobel-Literaturpreis, 1993. Doris Lessing, Nobel-Literaturpreis, 2007. Elizabeth Blackburn, Nobel-Medizinpreis, 2009. Selma Lagerlöf, Nobel-Literaturpreis, 1909. Carol W. Greider, Nobel-Medizinpreis, 2009. Gatita Riese-Corey, Nobelpreis für Medizin, 1947. Jody Williams, Friedensnobelpreis, 1997. Verse von Sunna, Friedensnobelpreis, 1905. Rosalind Jalob, Nobelmedizinpreis, 1977. Perla Esbak, Nobelliteraturpreis, 1938. Rigoberta Menchú, Friedensnobelpreis, 1992. Shirin Ebadi, Friedensnobelpreis 2003. Aung San Suu Kyi, Friedensnobelpreis, 1991. Irene Joliot-Curie, Nobelpreis für Chemie, 1935. Gabriela Mistral, Nobelliteraturpreis, 1945. Emily Greenwald, Friedensnobelpreis, 1946. Rita Leffi-Montalcini, Nobelmedizinpreis, 1986. Maria Sklodowska-Curie, Nobelpreis für Chemie, 1911. Maria Sklodowska-Curie, Nobelpreisträger, 1903. Madre Teresa de Calcuta, Friedensnobelpreis, 1979.